Herr von Bülow, wenn ich richtig informiert bin, haben Ihr Vater und mein Großvater im selben Regiment gedient. Sie waren sogar Freunde. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, Graf, dass die Wege unserer beiden Familien sich auf diese Weise noch einmal kreuzen. Ganz meinerseits, ganz meinerseits. Und mir ist es eine Ehre, meinem Mann um die Pabersche Werke zu zeigen. An wie viele Härtegrade hatten Sie denn gedacht? Zunächst einmal 16. Kohinoor Hartmut hat 17. Das ist mir bewusst. Aber unser Stift wird besser. Ich erwarte einen Laborbericht in den nächsten Tagen. Mit dem Castell 9000 haben Sie einen wahren Kassenschlag entwickelt, Graf. Weltweit gibt es keinen besseren Stift. Und alle Filialen schreien nach Nachschub. So soll es sein. Graf, gratuliere zum langersehnten Nachfolger und Stammhalter. Müssen Sie ja stolz sein. Das bin ich, werter Bülow. Das bin ich. Ich würde damit gern zum letzten Punkt unserer Tagesordnung kommen, dem Rechtsstreit zwischen den Faber-Castell-Werken und Eberhard Faber, New York. Der uns von letztgenanntem zugefügte Schaden beläuft sich nach meinen Informationen auf über eine halbe Million Reichsmark jährlich. Nach Ansicht unserer Rechtsabteilung ist eine Vorlage unserer Klage nunmehr unumgänglich. Ich darf davon ausgehen, Graf, Sie haben die Klageschrift studiert und erklären sich einverstanden? Das habe ich. Wir sollten den Verhandlungstermin so schnell wie möglich festsetzen. Sehr gut. Damit kann die Sache endlich ihren Lauf nehmen. Nein, das kann sie nicht. Wenn Sie beabsichtigen, gegen meinen Willen ein Urteil gegen Eberhard Faber herbeizuzwingen, so müssen Sie wohl oder übel auch gerichtlich gegen mich vorgehen. Hier sind die Unterlagen. Direktor Bülow. Ich habe Ihnen damals versprochen, meine Position gegen Sie nicht auszunutzen. Und das tue ich auch heute nicht. Aber ich lasse es nicht zu, dass dieser Firma durch einen Prozess geschadet wird. Sie können mir jetzt Ihre Unterstützung und Ihre Loyalität in dieser Sache verweigern. Aber vergessen Sie nicht, dass ich in sehr naher Zukunft die alleinige Zeichnungsberechtigte bin. Auch in den Personalakten. Soll das eine Drohung sein? Nein. Das ist das, was mein Großvater wollte. Und jetzt lassen Sie mich bitte alleine.